Hallo, ich begrüße euch zum weiteren Rezept. Heute machen wir einen schwäbischen Kartoffelsalat, so wie wir ihn machen. Ich weiß, es gibt zig verschiedene Rezepte schon, aber ich zeige euch einfach, wie wir ihn machen, wie wir mögen. Wir mögen ihn ohne Zwiebel und Hons einfach bloß mit Brühe und Salz, Pfeffer, Essig. Meine Zutaten, wie schon genannt, Kartoffel, Krombeere, ein Superbrühe, ein Kräuteressig, Salz und Pfeffer. Mir dann keine Zwiebeln nein. Also du nimmst ganz ein Kräuteressig und kein normaler oder so, so wie Krombeere für Krombeere Nudler oder nein, so. Nein, wir haben bisher auch alles Mögliche ausprobiert und sind jetzt einfach beim Kräuteressig geblieben. Und so machen wir einfach weiter. Mit den Zwiebeln, die lasse ich husen, weil wir haben eine, die mag keine Zwiebel. Die poplet sie raus, die rohe Zwiebel. Die eine, die ist in der Zwischenzeit ausgezogen. Ja, und wenn ich jetzt wieder Zwiebeln rein tue und es bleibt was übrig, wandert es ja oft zu denen, dann schimpft sie mich. Also lassen wir es husen und gut ist. Unser schwäbischer Begriff heute ist... Weiß ich nicht mehr. Muggersägerle! Jetzt hast du es gesagt. Also gut. Muggersägerle. Muggersägerle haben wir heute. Auflösung kommt zum Schluss. Wir starten. Ich mache meinen Kartoffelsalat mit einem Schnellkochtopf. Und jetzt guckt ihr einfach zu. Ich habe hier meinen Schnellkochtopf. Da haben wir ein wenig Wasser rein. Zum Schnellkochtopf gibt es eine kleine Geschichte, das kannst du auch noch schön erzählen. Oh, lieber Ritter. Doch, war den Vorgänger von dem. Was hast du da gemacht? Ein Gewittergelee habe ich gemacht. Und bin sogar neben da gestanden. Und mal hat der Siko... Kommt da kein Wasser mehr. Da ist ja Wasser drin, hast du das gar nicht geachtet? Nein. Halt, hältst du da so rum. Ja. So, ja, zumal hat der Siko angefangen auszudampfen und die ganze Brühe mit dem Gewitter und das Gewitterwasser ist mir in der ganzen Küche da herum ausgesaut. Links rum, rechts rum, ich habe gar nicht mehr gewusst, was da. Das war eine Pepperei. Aber da müssen die Küche neu streichen. Ja. Und putzen. Zuerst putzen die Peperei. Ja, das hast du machen müssen. So, wir stellen den ein. Von der Größe her 8 Minuten. Ich glaube, es weiß jeder, wie ein Schnellkochtopf funktioniert. Das nein, muss ich euch jetzt sagen. 8 Minuten, du brauchst jetzt eingeschaltet und ab jetzt 8 Minuten? Oder? Nein, der piepst nachher, der heizt jetzt unten auf und dann piepst er und dann macht er seine 8 Minuten unter Druck. Mhm. Und dann müssen wir ihn geschwind runterkehlen lassen und wir sehen uns wieder, wenn Kartoffeln fertig sind. So, meine 8 Minuten sind rum. Der Schnellkochtopf piepst. In der Zwischenzeit habe ich auch schon Brühe gemacht. Jetzt warten wir, bis der Druck runter ist vom Topf und dann tue ich es raus, lasse es ein bisschen abkühlen, weil sonst verbrenne ich die Pfanne. Und dann machen wir weiter, gleich warm an. Den musst du warm anmachen, oder? Wir machen den warm an, weil dann können wir ihn richtig schön schlotzig machen. Aha. Verbindet sich es besser, finde ich. Wie ist es das mit dem Druck? Der geht jetzt allein raus oder wie? Oder musst du da entweder was drucken? Stellen ein Stück zurück auf eine kalte Platte, dass er den Druck hat. Und man kann auch unter Wasser, wenn es ganz schnell gehen muss, den Druck rauslassen. Aber wenn man so schnell den Druck rauslässt, dann reißt die Kartoffel. Und dann brauchst du keinen Kartoffelsalat mehr machen, dann kannst du einen Kartoffelbrei machen. Jetzt haben wir vorher gerade geschwätzt. Mit den Kartoffeln, sind das spezielle Kartoffeln oder was brauchen wir dafür? Oder was nehmen wir? Teilweise festkochen bis festkochen. Keine mehlige. Weil die nimmt man zum Kartoffelbrei. Und die haue ich jetzt je nach Größe, ich meine, das muss man jeder selber rausfinden, meine 8 Minuten drinnen gelassen. Sollte sie nicht fertig sein, ich steche ja dann immer noch mal durch. Mhm. Das merkt man,
ob sie durch sind oder nicht. Fest kochen, hast du gesagt? Teilweise fest kochen sind das, glaube ich. Das, was ich halt auf dem Markt gerade kriege. Du kaufst das Zeug auch auf dem Markt bei den Bauern und so, gell? Von den Bauern, einfach regional. Ja, super. Okay. So. Genau. Was ist Druck der Druckhusse? Druckhusse. Ich habe den Händler jetzt an Platte, an die Kaltplatte gestellt, damit er den Druck ragert. Aha. Warte mal, für die Topfgucker. Für die Topfgucker habe ich meine Kartoffeln im siebten. Die lasse ich jetzt dann auskühlen. Die lasse ich jetzt dann auskühlen, weil schon ein bisschen arg heiß. Du hast dicke Händchen. Ja, ich habe Handschuhe, aber ich habe die Handschuhe aus Hygienegründen. Mm. Und weil ich das nicht mag. Die Kartoffeln? Die Eidäpfel? Oder die warme oder was magst du? Nein, ich mag es so mit den Händen genauso im Teig normal, wenn alles an die Hände peppert. Uh-huh. Ich mag das nicht. Also gut. Und wenn man ja unsere Kartoffeln nachher hobelt, mit dann sieht von Hand. Wir wählen ja feine Kartoffeln, dass die nachher schön sich mit der Brühe verbindet und schlotzig werden. Okay. Dann warten wir noch mal ein paar Minuten. Wir warten ein paar Minuten geschwind, ja. Wir sind am letzten Kartoffel. Dann geht es um die Fertigstellung voll. Das haben wir jetzt nicht alles gefilmt, weil ich glaube, das weiß jeder, wie... Ja, ich glaube, es kann jeder Kartoffel schälen, oder? Wie man Kartoffeln schält, genau. Unsere Hunde standen daheim auf Halb-Acht-Stellung. Die wissen immer, dass sie ein Stückchen eine Kartoffel kriegen. Ja, also. Nein, hobeln. Hast du da schon mal einen Finger geschnitten? Nein. Noch nie? Nein. Das geht schneller, als wenn du von Hand schneidest, oder? Ja, das und sie ist auch viel feiner. Ah, okay. Ja. Bleibt schon noch was übrig. Die Restbrigelle, die kriegen unsere zwei dann. Ja. Die sollen auch leben wie Hund. Denen geht's gut. Ja, aber ist schon. Das geht echt schnell, hä? Mhm. Brühe ist warm. Jetzt haben wir einen Pfeffer dazu. Das sind meine kobelte Kartoffeln. Das ist so Pi mal Auge, den Pfeffer, oder? Mhm. Okay. Du darfst noch einmal probieren. Und dann wird dementsprechend. Das habe ich hören wollen. Nachgewürzt. Und kann so eine leise Brühe machen. Ja. Oh, du hast gut essig, ne? Immer. Immer? Ah ja. So. Jetzt. Jetzt müssen wir den so lang vermischen, bis er schwätzt. Was heißt schwätzen? Bis er schlotzig wird. Ah, okay. Jetzt ist er noch wie super, gell? Ja, ja. Das ist halt auch immer ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt halt einfach mal den Zucker neu geleert. Und dann sehe ich schon, wie ich normal mit die Kartoffeln jetzt annimmt. Das ist immer faszinierend. Zuerst denken wir, das ist eine Suppe. Und nachher ist es ein richtiger Kartoffelsalat. Ja. Man macht ihn ja auch immer bei Zeit, dass er gut ziehen kann. Mhm. Er muss. Wir mögen den schlotzig. Messer tut er nicht, aber ja. Der schwäbische Kartoffelsalat ist bekannt, dass er schlotzig ist. Das sieht man ja jetzt schon. Ja, er wird jetzt. Der verbindet sich schön. Ja. Und so
Mit Löffel mag ich da, dann mache ich vielleicht mal Hehl an die Kartoffeln. Ich muss das mit Hand machen, damit ich das Gefühl habe, jetzt ist er fertig. Du jetzt schwätzt du mit mir. Du musst jetzt mit Löffel verrühren, oder wie? Ja. Ja? Ja. Ich glaube also, Oma hat das nicht anders gemacht. Die hat da gewiss die Hand genommen. So, jetzt lassen wir den ein bisschen noch stauen. Dann zu die Brühe ein. Und ich kann jetzt probieren. Du kannst jetzt probieren. Willst du einen kleinen oder einen großen Löffel? Einen großen. Ob man noch ein bisschen nachwärts ermessen. Mm. Was fehlt? Boah, gar nichts. Super. Haben wir nachgebracht, auf sehr schmal. Auf sehr schmal nachgebracht. Also, alles zu. Super. Den nochmal jetzt hier lau. Umfüllen und fertig sind wir. Das war's jetzt nämlich schon. Super. Jetzt darf er dann sehen, wie er aussieht. Jetzt lassen wir ihn schön stehen, dann zieht er noch voll. Tu mal ein bisschen her. Jawohl. So, jetzt brauchen wir noch die Auflösung von unserem Muggersäckerle. Das Muggersäckerle ist ein die kleinste schwäbische Einheit, gerade wie die Prise, ist es das, was da zwischen dir zwei Fingern reingeht, das Muggersäckerle. Genau. Ich bedanke mich wieder bei euch, freue mich über jeden Kommentar und wir sehen uns wieder. Ciao.